2K Games. Supermassive Games. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Wir spielen heute The Quarry. Und ich muss zugeben, Horrorspiele sind eigentlich nicht meins. Ich hatte das, glaube ich, schon mal erwähnt. Aber jemand hatte zu mir gesagt, Steffen, du musst das spielen. Du guckst doch gerne Horrorfilme. Und The Quarry ist angelehnt an die Horrorfilme der 90er Jahre inklusive aller Klischees. Und von daher würde ich das gerne mal durchspielen. Da hätte ich schon mal Bock drauf. Ja? Und warum nicht? Vielleicht ist es ja dann auch irgendwie mal was für mich, Horrorspiele. Vielleicht machen wir das auch mal weiter. Mal gucken. Was kann ich euch zu The Quarry sagen? Ja, entwickelt von Supermassive Games im Juni 2022, ist also noch gar nicht so lange her. Gepublished von 2K Games und es hat sehr positive Rezensionen auf Steam. Genau, da würde ich sagen, wir legen direkt mal los. David Arquette. Da war doch der Polizist hier bei Step. Der wenigsten ihn kenne ich hier noch. Ich habe das Spiel nur mal kurz angespielt, um zu sehen, wie die Einstellungen sind mit der Aufnahme, Audio etc. Aber ansonsten wüsste ich überhaupt nichts hier. Also vollkommen blind. Das ist auch so typisch, ne? Die schöne Musik im Hintergrund hier. Und da kannst du denken, hier auch, da passiert gar nichts, ne? Alles cool. Und dann geht's meistens los. Route 919, okay. Also am Arsch der Welt sozusagen. Wieso hast du ausgemacht? Ich denke, das weißt du. Nein, weiß ich nicht. Weil du dich verfahren hast? Wie erwartet. Nicht dein Ernst? Doch, das ist mein voller Ernst. Wir sind in geografischem Fluss. Du bist lost. Das ist diskutabel. Oh je. Nach oben, Moment. Zu spät. Nichts, Schatz. Wenigstens habe ich nicht das Schlagloch erwischt. Vielleicht hat das Schlagloch ja uns erwischt. Könnte doch sein. Wow, das ist ja olympiareifes Torpfostenversetzt. Danke. Echt im... Danke. Ganz schönes Rumgezicke, hm? Hast dich trotzdem verfahren. Weißt du, Max, es ist okay. Trotz allem bist du noch immer ein Mann. Du weißt, wenn Columbus nicht lost gewesen und an unserer Küste gestrandet wäre, gäbe es gar kein Amerika. Goodbye, Hot Dogs. Bis später, Apfeltorte. Columbus war genau genommen nie in Nordamerika. Wie meinst du das? Dachte eigentlich, er wäre in Asien. Dein Ernst? Noch ein Kerl, der nicht zugeben konnte, dass er sich verfahren hat. Tja, ein Kerl, nach dem ein ganzer Tag benannt wurde. Mach daraus, was du willst. Oh mein Gott, okay. Bring uns einfach zum Camp, bevor mir vom Augenrollen schwindelig wird. Ich bin dabei, ich bin dabei. Wir nehmen die Karte. Ah, voila. Was ist das? Ja, ja. Nein, im Ernst, wo ist die normale Karte? Das ist die normale Karte. Wie im Telefon. Keine Balken. Na klar. Okay, lass sehen. Also, wir sind
Ich sehe auf der Karte kein Sommercamp. Hast du Schilder gefunden? Hey, Augen auf die Straße! Das war viel. Oh, da saß doch einer hinten drinne. Habt ihr das gesehen? Und jetzt reicht, Scheiße, wieder zu spät. Oh Gott. Das kann was werden. So shit. Das wird besser. Hoffe ich. Alles okay? Ja, ja. Ich meine, ist nichts kaputt. Guter Gott, was ist das gewesen? Ein Bär? Was? Nein, nein, Max, das war kein Bär. Was war's? Ich denke, eine Person. Johanna, ist das dann ernst? Haben wir wen verletzt? Keine Ahnung, ich... Ich meine, es war richtig nah. So richtig nah, aber vielleicht nicht. Keine Ahnung. Was siehst du? Wird nicht viel sehen, denke ich. Die Karre ist total im Eimer. Manchmal sieht's schlimmer aus, als es ist. Ich sehe mir den Schaden an, bevor wir den Wagen wieder starten. Holst du mir das Werkzeug von hinten? Ja, ja, okay. Oh je, und das sind wir. So, ich schalte nochmal die Kamera ein. So. Oh je, oh je. Was leuchtet hier? Ist nicht so wild. Meine Mom killt mich. Naja, hätte ja schlimmer sein können, gell? Kommt man hier irgendwie rum? Nee. Aber das ist auch so typisch, ne? Basecap und hinten der Pferdeschwanz raus. Das war auch typisch 90er Jahre, dachte ich. So. Nee, herumschnüffeln tun wir nicht. Also ich werde so die Entscheidungen einfach so aus dem Bauch raus entscheiden. Ich verfolge da kein spezielles Ziel oder so. Einleuchten. Mal gucken. Hier bitte. Perfekt, danke. Hoffentlich sind wir hier schnell wieder weg. Stell dir vor, es dir an einer großen Feuerstelle bequem zu machen und Lieder zu singen. Ich denke sicher nicht an eine große Feuerstelle. Wieso nicht? Ich mag kein offenes Feuer. Dann stell dir die Spannungsaufbau. Überall ist besser als hier. Na, schauen wir uns mal ein bisschen um. Ja, hier hinten hat doch wieder was geblinkt, Cameron. Die Prüfung nicht bestanden oder was, so wie ich das jetzt so schnell lesen konnte, oder? Oder ist der abgelehnt worden irgendwie? Okay. Ich wollte eigentlich nicht rumschnüffeln, aber das hat halt... Das hat halt geblinkt und ich dachte, da ist irgendwas. Nee, hört mal hier. Oh oh. Ob das die richtige Entscheidung war, das Spiel zu spielen? Ich weiß es nicht. Wo gehst du hin? Nur hier rüber. Halt!
Warte eine Sekunde, okay? Bin fast fertig. Ja, komm. Beeil dich. Mein Gott, Max, beeil dich! Was ist denn los? Ich habe Angst, dass da unten jemand ist. Ernsthaft? Ja, vielleicht verletzt, ich weiß nicht. Ich dachte, wir hätten nichts gerammt. Ich weiß es nicht. Ich habe was gehört, okay? Klang. Haben wir sie angefahren? Ich gehe da unten nachsehen. Also ich glaube, bei der Geschwindigkeit wäre die tot, ne? Geh nicht zu weit, okay? Vorsichtig. Ja. Die haben sie ja, wenn das die alte Frau war, die haben sie dann voll Wolle genommen, ne? Da würde die nicht so rumlaufen. Aber die saß ja ganz plötzlich bei uns hinten auf dem Rücksitz. Viel Glück mit der Karre. Genau. Guck dich erstmal ganz entspannt um. Was ist hier? Harum Scarum. Aha. Das ist ein Plakat für einen Wanderzirkus. Es scheint schon eine Weile hier zu sein und wurde scheinbar an Wall vergessen. Sind die Ränder etwa angesenkt? Fragezeichen. Okay. Aber ich glaube, auf der anderen Seite ging es doch auch nochmal weiter. Nee, kommst du jetzt hier nicht mehr weiter? Wir sind doch von hier gekommen. Na gut. So, hier waren wir. Dass wir da hier nichts übersehen. Ah, was ist das hier? Okay. Entfesselungskunsttruhe. Wartet mal, ich will mir das gerne nochmal anschauen. Da war ja jetzt nichts Besonderes drin, ne? Okay. Hat bestimmt mit zu dem Zirkus oder was das war gehört. Okay, wo geht's hier weiter? Hier hinten, ne? Hier irgendwo lang? Ja. So scheint noch. Ah, okay. Scheint hier vorne noch ein Abzweig gewesen zu sein. Was zur Hölle? Ja, was sieht denn das aus hier? Kaputter Käfig. Dieser kaputte Käfig wurde mit der Zeit vom Wald erobert. Sieht aus, als hätte sich hier ein Tier niedergelassen.
Das Entfesselungs... Genau, das hat man noch nicht gelesen. Eine Truhe voller seltsamer Gerätschaften. Vielleicht gehören sie einem Entfesselungskünstler, ein Relikt eines Wanderzirkus, der durch diese Gegend gekommen sein muss. Ist das Wolfskind? Seil ist das Wolfskind, aha. Irks. Echt merkwürdig. Ah, würde ich auch sagen. Warte mal. Hier hinten ging es doch noch weiter, ne? Da kriege ich gleich Gänsehaut bis nur noch zur Kimme, das sage ich euch. Ich sag ja, das ist überhaupt nichts für mich, Horrorspiele. Oh, mal gucken. Angucken ist eh eine Sache, ne? Aber dann... Hier geht's nicht weiter, okay. Haben wir hier irgendwas übersehen? Nee. Na gut, da gehen wir noch mal hier hin. Also atmosphärisch ist das schon. Bitte. Wahnsinn. Nein. Wo sind sie? Silas. Silas. Shit. Lauf, Mädel. Oh, Ast. Nach unten. Shit! Komm schon. Na komm, steh wieder auf, Mädel. Ich probier's nochmal. Das sind deine Knochen. Jawohl. Jetzt wird's langsam. Jetzt komm mal rein. Hey, alles okay? Ja. Also, was war? Was war? Sprich mir, okay? Guter Gott, Laura, du bist verletzt? Nein, nein, da draußen war was, eine. Und Geräusche. Warte, ist schon okay. Hol mal Luft. Atmen, atmen. Schon okay, im Wald, da ist viel. Sie atmet ja, Mensch. Schon mal. Hört und dann verletzt man sich. Können wir hier bitte verschwinden? Sofort, ja, ja, los geht's, los geht's. Ja, er springt an, schnurrt wie ein Kätzchen. Max, komm schon! Geht los, wir verschwinden. Meine Scheiße! Max! Ich, okay, gib mir eine Minute. Ich will hier weg, Max! Laura, das hilft jetzt nicht. Kannst du einfach, ich will uns nur hier rausbringen! Hey, ganz ruhig, Mädel. Shit, tut mir leid, Hase. Tut mir leid. Ist okay, ist okay.
Alles wird gut. Wir sind hier drin sicher. Ehrlich, wir sind okay. Scheiße! Oh, oh mein Gott, mein Herz explodiert. Hier bleibt aber auch kein Klischee unbedient, ne? Hi, Officer. Guten Abend. Ist Ihnen was passiert? Nein, sie hat nur eine Beule am Kopf. Mehr ist das nicht. Ich meine, ist kaum spürbar. Meine Beule, nicht mein Kopf. Alles gut. Alles ist gut. Nur etwas durch den Wind. Da hat auch Blut am Hals gehabt, hä? Was war da los? Haben sie sich beim Rasieren geschnitten, Officer? Sagen Sie mir, was hier vorgefallen ist. Ja, wir sind ehrlich, komm. Ja, irgendwas ist uns vors Auto gesprungen, also sind wir sofort ausgewichen und jetzt sind wir hier. Etwas ist gesprungen. Es ist so dunkel. Was macht man? Unehrlich? Ein Tier? Ja, wir wissen es ja. Ja, komm, wir sind mir ehrlich. So dunkel und es passierte so schnell und sie verschwand. Sie? Ma'am, ist jemand verletzt? Nein, nein, Gott, nein, auf keinen Fall. Also, ich meine, ich denke, ich weiß nicht. Sir? Weg gewählt, aha. Mutter laufen lassen. Der Kopf wirkt beunruhigt. Na, wir hätten... Ist der Kerl nicht der gruseligste Kopf? Wenn wir nur angeschwindelt hätten... Nicht, das ist mein erster Kopf. Was? Echt? Ja, ich bin nicht kriminell. Und jetzt verraten Sie mir, was zur Hölle Sie zwei allein hier draußen um die Uhrzeit tun? Wir fahren zum Camp. Wir fahren zum Hackett's Quarry Sommercamp. Wir sind neue Betreuer. Eine Nacht zu früh? Nein, nein, wissen wir. Aber wir wollten eher da sein und uns umschauen. Also, wir haben vorher angerufen. Und ehrlich gesagt, Sir, jemand ist nicht sehr gut im Kartenlesen und wir haben uns total verfahren. Sie schaffen es nicht bis nach Hackett's Quarry. Nicht heute Nacht. Harbinger Motel ist am nächsten dran. Dort können Sie schlafen heute Nacht, okay? Ich denke, wir halten uns an den Plan, Sir. Ich meine, Mr. Hackett weiß, dass wir kommen und wir haben angerufen. Nein, Ma'am, Sie fahren direkt zum Harbinger Motel. Haben Sie verstanden? Oh, das war eindeutig. Wir fahren zum Motel. Ja, komm. Okay, fein. Ja, wir fahren zum Motel. Verstanden. Wir wollen ja keinen Ärger. Da ist eine Klappe. Ein Officer. Ich habe hier mitten im Nirgendwo keinen Empfang auf dem Smartphone. Was heißt, wir haben uns verfahren? Komplett. Okay, Ma'am. Steigen Sie aus. Wie, was? Ich zeige Ihnen nur die Lage des Motels auf der Karte. Okay? Oh. Ja. Sie bleiben im Wagen. Schon okay. Kein Ding. Okay. Ja, der Typ ist schon ein bisschen komisch, ne, der Kopf. Aber wenn du da draußen dein ganzes Leben lang in der Pampa verbracht hast. So, wir. sind ungefähr hier. Harbinger Motel ist hier. Gut, okay, und wo war Hackett's Quarry nochmal? Ich. Bin sicher, das Personal im Harbinger Motel zeigt es Ihnen gleich am Morgen.
Genau. Halten Sie mal still. Was soll denn das? Halt still. Nee, mal lass mal. Ich denke mal, der Kopf ist gar nicht so böse. Wir sind fertig. Steigen Sie wieder ein, Ma'am. Ich denke, meiner Kopf ist gar nicht so böse, wie er dargestellt wird, ja. Das ist ja auch wieder so ein Klischee, ne? Harbinger Motel. Ja, wir haben es verstanden. Aber wenn da draußen jemand ist? Ja, ich sehe nach. Gute Nacht. Gute Nacht, Officer. Ja, das ist auch wieder so ein Klischee, ne? Aus so 90er-Jahre-Horrorfilm, ne? Dass du einen Polizisten hast, der dann so ziemlich komisch dargestellt wird, aber am Ende ist er doch ein super Typ, ne? Dann werden wir sehen. Mann. Wieso sitzt der Kerl noch da? Genervt, erleichtert. Ja, ich bin auch froh, dass der weg ist. Mega unheimlich. Ich müsste mindestens ein Dutzend Mal duschen. Oh mein Gott, ja. Was hat er hier? Ich glaube, es... Was? Blut? Nett, sie kennenzulernen. Oh mein Gott. Oh Mann. Okay. Wieder ab auf die Straße. Na los geht's. Ich hatte genug Waldabenteuer für eine Nacht. Vielen Dank. Oh ja, wo ist das Motel? Okay, also wir sind hier. Aha. Und das Motel ist hier. Okay. Aber wir fahren nach da. Was ist da? Hackett's Quarry. Oh. Woher weißt du das? Der Kopf, ich hab ihn einfach eingelegt. Guter Trick. Sollen wir nicht wirklich einfach ins Motel? Könnte sein, dass er was weiß. Hase, hörst du wirklich lieber auf irgendeinen gruseligen Cop, der uns mitten in einem gruseligen Wald sagt, fahrt in ein gruseliges Hotel? Nein, das klingt schrecklich. Ja, also, verschwinden wir. Das habe ich gehofft. Ma'am. Oh mein Gott, wenn er dieses Ma'am noch einmal gesagt hätte, hätte er sein Abzeichen gefressen. Ernsthaft, ich sehe doch nicht nach Ma'am aus. Erst in 20 Jahren bin ich eine Ma'am. Mhm. Was? Ah, 20 ist... diskutabel. Freundchen. Ich stehe ein bisschen auf Mams. Okay, es... Wird das überhaupt mal hell hier? Okay. Hackett's Quarry, Sommercamp. Das glaube ich nicht. Ist niemand hier. Und das nach der langen Fahrt hier Max, raus. Können wir uns einfach umsehen, bevor wir aufgeben? Hast du eigentlich geredet mit Mr. Hackett oder auf die Box gesprochen? Was macht das schon aus? Das hier macht es aus. Was macht das schon aus? Ja, das ist dann keiner mehr da. Hallo? Er hört wohl nicht seine Voicemail. Woher sollte ich das wissen? Ja. Ich meine, eindeutig ist jemand hier. Ja, oder nur eine verlassene Karre und wir verschwenden unsere Zeit. Wieso sollte sie verlassen sein? Ich bin ja am Auto. Max, komm schon. Max, komm schon zurück. Und jetzt hier umschauen, oder wie? Was ist hier? Ist irgendwer daheim? Ne? Verdammt. So,
sollen wir uns da jetzt tatsächlich in der Gegend mal umsehen? Zeig mal her, hier kommen wir nicht. Nee, hier kommen wir nicht weiter, okay. Ja, na schön. Das sind wir jetzt erst einmal hier. Es ist aber auch nicht so viel mit Afunsel hier, ne? So, Ziel, finde einen anderen Weg in die Lodge. Was haben wir denn hier? Wege. Über dem Gesetz, okay. Da haben wir wohl das erste hier irgendwie verpasst, oder was? Aha, okay. Ach, das ist dann noch so eine Übersicht über die Wege, die du gegangen bist, ne? Hinweise. Herum, Skerum, Entfesselungskonstrukt, genau, das haben wir gefunden. Also war nochmal ein Wanderzirkus hier. Und der ist abgefackelt, oder wie? Beweismaterial. Da haben wir noch gar nichts. Camp. Camp Lodge. Ah, okay, das ist eine Übersichtskarte. Camp Lodge. Die Lodge ist der zentrale Treffpunkt im Hackett's Quarry Summer Camp. Hier essen die Camper zusammen und nehmen an Kursen und Indoor-Aktivitäten teil. In diesem Gebäude befindet sich außerdem unsere Krankenstation, wo etwaige Beulen oder Schürfwunden behandelt werden. Okay. Da haben wir hier die Laura und den Max, die sind hier. Tarot. Tarot-Sammlung. Okay, da haben wir noch nicht. Sehen wir mal weiter. Hä? Du kannst doch nicht tatsächlich hier irgendwas erkennen. Ah, da geht's nicht weiter, oder was? Oder hier, durchs Fenster? Auch nett. Na gut. Hier blinkt was, da gehen wir direkt mal hin. Treehouse. Bootshaus, okay. Das ist hier der Lodge, scheinbar. Was uns nicht umbringt, macht uns härter. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Ja. Gucken wir uns die Karre mal an. Wie kommst du auch nicht weiter? Denk mal hier hinten Richtung zu der Türe, ne? Aber ich würde mich gerne mal noch ein bisschen umschauen. Vielleicht noch irgendwelche Hinweise finden. Okay. Hm.
Hey! Hey, ist alles okay? Was ist denn das für ein Vieh? Bin gleich zurück, ich hole kurz Hilfe. Was willst du holen? Max, komm mal her! Was ist denn los? Da ist jemand in dem Bunker, der vielleicht feststeckt. Aber hast du das Vieh gesehen? Keine Ahnung. Bring mir ein paar Werkzeuge für das Schloss. Hey, bin zurück. Wir holen sie gleich da raus. Hey, warte, was ist das? Du hast nur Werkzeug gesagt. Wieso hast du nicht? Da drin ist jemand. Ich sehe niemanden. Was? Nein, guck. Das mache ich doch, wirklich. Lass mal sehen. Da war definitiv jemand drin. Okay, dann... Schraubenschlüssel? Sicher? Oder doch eher Hammerzeit, hä? Hammerzeit. Das Ding aufschlagen, hä? Wow, das war super laut. Soll ich helfen? Ne, ist ja sonst doch niemand da, ne? Seid ihr wirklich sicher, dass ihr da nur noch gehen wollt? Du kennst Evil Dead, oder? Du kennst Evil Dead, oder? Hallo? Sind Sie hier? Existieren Sie? Hey, pass bloß auf. Ian, aha. Na, mal gucken, ob wir hier was finden, aber ich hab... Hier vielleicht? Ist hier irgendwas? Nee, auch nicht. Auf der rechten Seite scheint auch nichts zu sein. Blutiges Halsband. Max? Ja, Max, komm her, schau dir das an, genau, ja. Ist nichts. Kannst du hier noch weiter hintergehen? Vielleicht war es ein Opossum oder sowas. Nein, da war jemand hier, ich schwöre. Hey. Es war eine hektische Nacht, weißt du? Lass uns einfach zum Hotel, wir kommen wieder her, ganz früh am Morgen, dann können wir uns umsehen, aber... Ich meine, du musst doch erschöpft sein, ich auf jeden Fall. Ich denke, unsere Fantasie... Shit. Max! Oh. Max! Ich blute. Hilfe. Hilfe. Komm, schaff den hier raus. Max helfen, na klar, komm.
Komm, das schafft ihr. Nee. Sieht das etwa wie das gottverdammte Harbinger Motel aus? Nee, ich glaube nicht. Ich denke aber, da hat uns gerade irgendwo das Leben gerettet, würde ich sagen. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart. Schöner großer Mond. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please. Ja, meine Lieben, da würde ich sagen, da machen wir hier erst einmal einen Cut. Ist auf jeden Fall aufregend, das Spiel, muss ich sagen. Also macht auch Riesenspaß, auch weil man dann selber eingreifen kann. Ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und dann sehen wir uns wieder. Ciao, ciao.